Guten Morgen, es ist Montag, der 3. Dezember und das bedeutet Türchen 3, das sich wie die letzten Jahre auch schon ganz oben befindet, oben in der rechten Ecke. Lin macht also wieder auf und es gibt ein Auto. Gucken wir mal, was das wird. Von den Teilen her sieht es auf jeden Fall schon mal aus, als könnte man damit ein bisschen was bauen. Wir bauen das erstmal auf. Da ist unser Junge eben vor Schreck erstmal umgefallen, sodass wir ihn jetzt erstmal wieder hinstellen müssen. Das Gefährt, das es jetzt gibt, ist eigentlich so ganz interessant. Wir haben schon festgestellt, dass es von der Anleitung her gar nicht so einfach ist aufzubauen für Leute, die nicht so viel mit Lego zu tun haben, weil man ein bisschen denken muss. Aber an sich ist es schön freigängig. Das bin ich von so Lego-Mini-Autos gar nicht gewöhnt, dass das so gut fährt. Das mit dem Spoiler sieht eigentlich auch ganz gut aus und ansonsten ist es halt relativ einfach. Ich könnte schon mal darauf tippen, dass es das Fahrzeug vom Weihnachtsmann werden wird, weil es auch sehr präsent hinten auf diesem Aufdruck drauf ist. Naja, wir gucken mal, wir stellen das jetzt erstmal hier hinten hin und wünschen euch noch einen schönen Tag.